Ich hab Scheiße gefunden! Boah! Ja! Zitat 2018. Chihiro. Ich hab Scheiße gefunden! Ich bin der Spinnentöter. Oh! Rip! Ich hab doch grad was gegessen. Mann! Krippchen! Auf jeden Fall kann sie anscheinend nicht mit Stäbchen umgehen. So wie das aussieht. Passt der Schrankwand nämlich hier noch? Oh, warte mal, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich gehe lieber wieder rein. Wenn ich mit Blumen spreche und Claire daneben steht, dann könnte das komisch aussehen. Am besten gehe ich mal wieder rein und dann hat es keiner gemerkt. Sag mal, was haben die ganzen Leute damit, dass die hier rumstampfen müssen? Zur überhaupt nicht gruseligen Aufführung in der Sims 4 Full House Challenge. Man nimmt jede Farbe hier einmal, dann passt das. Wenn man das weiß. Oh, das hat genau unseren Preis eingenommen. Ja, das passt schon. Ja, es stinkt, es ist alles kaputt. Wie wär's, wenn ihr einfach mal aufräumt? Sie danzt vorm Spiegel ab. Das mache ich auch regelmäßig. Ich habe zwar nur den kleinen Bart, aber ich stelle mich dann davor. Die Waschmaschine ist auch überhaupt nicht im Weg oder so, nein. Ich stelle die immer dann extra zur Seite und dann tanze ich eine Runde vor dem Spiegel. Er lächelt dabei noch. Aber guckt euch mal an, er hat wirklich etwas zugelegt, das geht nicht. Das müssen wir unterbinden, das... Nee. Er sieht irgendwie blind aus mit seinen Augen, finde ich. Oh, du kümmerst dich um den Garten, du bist ein toller Mensch, ich rede immer nur mit den Pflanzen. Wer hätte gedacht, dass ein wenig Kaugummi, Angelsehne und Baumwollkugeln bei den Gästen so beliebt sein würden? Ach du Scheiße, ich hätte es jetzt nicht mit Kaugummi gemacht. Aber gut, sie schon. Das passt ganz süß dahin. Wie das hier allein schon läuft, ne? Da kriege ich schon die Krise. Wir müssen dieses Unkaputtbar holen. Ey, wir brauchen so eine WG-Katze eigentlich. Ohne Witz, wir brauchen eine. Das Energies. Der riecht echt extrem. Das ist mal ein neuer, den ich mal ausprobiere. Könnt ihr schon erkennen, dass irgendwas mit Levos hier am Laufen ist? Keine sozialen Interaktionen. Ich finde, wenn ich mit meiner Katze Sachen mache, dann finde ich das sehr sozial. Oh, wir bürsten unsere Katze. Ist ja cool. Wir haben hier ein bisschen was verschönert, ne? Vor allem auch die Vorhänge hier. Hier haben wir uns sogar ein Aquarium geleistet, was wir noch ausrüsten müssen mit Fischen. Oh, geil. Jetzt schläft die in unserem Essen, die Katze. So, wir haben erstmal fett Fotos davon. Oh, sie ist umgekippt. Er sieht so hässlich aus in seinem Pyjama da. Das Kind hat sogar seinen eigenen fetten Balkon mit perfekter Aussicht in die Landschaft. Libos sein Zeug da mal wegräumen. Dass wir das immer machen müssen. Ne? Sie ist schwanger und wir müssen noch von Exo, wir streichen unsere Katze, erstmal den Kot wegwerfen. Die Katze sieht nicht so glücklich dabei aus. Und dann fällt ihm ein, nein, du darfst nicht in meinem Bett schlafen. Das dulde ich oder wir hier nicht. Wer auch immer wir ist. Ja, dann ist es halt auf dem Boden. Das kannst du von mir aus auch machen, dann mach das. Sei glücklich damit. Sie hat Hunger, sie muss auf Toilette. Jetzt fällt sie um. Oh, meine Fresse, ey. Wir nehmen unsere Tochter in den Arm, um den Geburtstag zu feiern, während wir einfach mega dreckig sind. Das ist das Geilste überhaupt. Okay. Wir werden diesen Typen hier nicht los. Es ist zwar geil, aber der hält jetzt voll das Gameplay auf. Die Alte stinkt schon wieder, ne? Das geht aber gar nicht. Oh, unser süßes Vampir-Baby. Oh. Oh nein, ich werde älter. Oh mein Gott. Scheiße, ich werde ja älter. Da muss ich nachher Geburtstag feiern. Ich sehe schon kommen, dass wir den nicht wieder loswerden, ne? Dem bringt, wo wir müssen. Oh Gott. Steht der plötzlich aber hinter mir. Alter, ich habe hier ein Bein und einen Arm gerade abgeschnitten. Ja, ich auch. Ich habe gerade überlegt, ob ich vor deinen Augen dein Essen wegesse.
Ja, ja. War geplant. Mehr Glück als Verstand. Nein. Liegt das nicht schön hier? So wie Bambis liegen sollen. Können wir jetzt fett werden, oder was? Das habe ich mich auch schon gefragt. Nein, ich bin nicht bekloppt. Ach so, ach so. Der Typ. Ach so, das war ich gerade. Am prasselnden, naja, Lagerfeuer kann man es auch nicht nennen. Das Geile ist, der eine brüllt mich an, rennt weg. Der andere kommt ganz gechillt auf mich zugelaufen. Also zugegangen so. Gott, die rennen hier unten alle. Sie sind weggerannt, ein Glück. Springt mich an, brüllt los, ne? Guckt eine Möwe, die vorbeifliegt an. Und dann rennt er weg. Alltäglich. So, würde ich auch so machen. So im Sinne so, scheiße, der kriegt Verstärkung. Lol, da kommt noch eins geflogen. Für so einen Wettbewerb. Oh, 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 oh. Hallo, liebe andere Inselseite. Ich komme von da hinten. Ich weiß, ihr denkt, da gibt's kein Land, aber ich bin jetzt wie Kolumbus und habe euch entdeckt und werde jetzt die ganzen indianischen Ureinvölker, die hier leben, zerstören. So ein süßer kleiner Fluss hier im Tal, der erstmal im Kreis geht, ist auch nicht schlecht, ne? Kann man bestimmt auch cool was bauen. So, ich weiß, dass das von alleine nachwächst. Ich weiß, dass das ja nicht schlimm ist, aber es macht mich trotzdem nervös. Ladebildschirm. Aber er ist cool, ne? Also winterlich, geschenklich. Wir sind hier rausgekommen. Oh yeah. Dieser Portalcode ist 3 Bienenkönigin. Oh mein Gott. Das ist geil. Das ist mega. Das ist eine richtig gute Idee. Ich war das nicht. Ich wollte sie nur angucken. Mann, jetzt mach dich doch mal wieder richtig. Also, dass hier gleich von rechts oder links irgendwo ein Viech angesprungen kommt und ich erstmal den Herzinfarkt des Jahrhunderts bekomme. Ich könnte die Weihnachtsmütze mal abnehmen. Oh, ich habe voll die Zeit vergammelt hier, ey. Das passiert im realen Leben auch so, dass da einfach mal kurz das Glas weg ist und dann ist es einfach wieder da. Das ist überhaupt nicht merkwürdig oder so. Ein Bild! Ein Bild! Hier sind seine Home-Krebse. Dieses Spiel, ne? Meine Fresse. Oh mein Gott. Die ist 10-mal geiler. Wir befreien den Baum von der Bienenparasite. Ich möchte wieder ins Wasser reinspringen. Ich finde das immer so cool. Ja. Diamant. Geil. Da steht er. Ich dachte gerade irgendwie, dass das eine Vogelscheuche ist. Ich dachte, der hat ein Headset auf. Eher so. Das ist doch suboptimal für diese Wagen von damals, die Holzräder haben, oder? Ich habe einen Fähigkeitpunkt erhalten. Super toll. Ihr könnt auch eine Münze dafür haben. Aber gebt mir ein Pferd. Ich gebe euch sogar eine Goldmünze dafür. Sag mal. Plötzlich ist hier eine Mauer. Also, dass hier diese Bauweise extra Würste hat, ne? Also so in echt könnte ich mir vorstellen, dass das sehr ineffizient ist. Haben die echt schön gemacht hier, also sich aneinander gekuschelt, damit die anderen Leute auch kuscheln kommen wollen. Zwar nicht so freundlich, sondern eher aggressiv, aber hey. Weil das hier hinten schon schlauer wäre, ne? Transportmagnet. Yes! Geil. Geschäftsmann. Paul. Wir haben den Herrn Paul. Also das arme Kind. Wer nennt seine Kinder Paul, wenn der Nachname schon Paul ist? Nee, wir sind White Man.
Oder Blue Man? Nee, Pinkman. Pinkman ist auch geil. Warum kann ich hier nicht einfach... Ich meine, die haben doch extra hier so Weichen. Mann. Was stimmt denn nicht mit dem Spiel? Was bedeutet das? Was jetzt... So jetzt zum Ostteil der Stadt. Wenn das Spiel mir nicht sagen würde, dass das eine Eiche ist, ich wäre verloren, Leute. Ich wüsste nicht, wie ich Bäume zuordnen könnte. Und lassen den Bus von der anderen Seite heranfahren. Oh, ich bin so genial, Leute. Das ist überhaupt nicht Busverschwendung und so. Nein, gar nicht. Draminos. Der Kaktus. Gut, wir bleiben mal bei der Sache. Wir tun mal so, als ob das nicht übertrieben aus Versehen verbuggt groß geworden ist. Und wir brauchen noch einen vierten Menschen. Dann das Final Premier Ultra Bla Schneideprogramm. Er ist jetzt auch schon wieder neu, ne? Scheiße, ey, wo kriegen wir denn die ganzen Sachen her? Ist hier nicht so ein VIP-Bereich oder so? Wofür ist der hier eigentlich da? Das Schöne ist, dass die alle das Gleiche mögen. Echt praktisch, über Videospiele reden. So, diesmal kurz vor die Tür gegangen. Essen und alles ist erledigt. Ich kann nicht glauben, dass sich ein selbsternannter YouTuber so bescheuert beim Nachbearbeiten der Videos anstellt. Sag mal, Emilia, was hast du da nur angestellt? Über ausgehen? Okay. Ja, Entschuldigung. Wir reden wieder über Videospiele, das kommt besser. Die Idioten und einen Score von 1000 sammeln. Ach, gut, nicht, dass ich es jetzt schwerer haben möchte, ne? So ist jetzt nicht. Wir stehen mit unserem Kopf in seinem Kopf, damit wir ihm besonders nah sind und ihn bestens verstehen. So, wir machen so ein lustiges Ding hier. Können so ein bisschen unter unseren Haaransatz gucken. Aber das ist ja vollkommen normal heutzutage. Können wir denn noch zu einer Präsentation kommen, mal eben, wenn wir auf dem Mond liegen? Wir ziehen um, wir ziehen um und haben schon ganz viele Videos auf Vorrat, damit wir Geld bekommen. Oh yeah. Oh, ist das fett, ist das fett, ist das fett. Oh, ist das fett, Leute. Oh mein Gott, ist das geil. Bitte mal geil, dass wir den Platz aussuchen, obwohl sie uns einlädt. Guck mal, wir können das hier wegmachen. Warte. Ich würde mir sogar dreimal, keine Ahnung, eine PS3 kaufen oder so. In diesem Spiel, also jetzt nicht in echt.